Radio Zusa. Rastenschleifer. Mittwochabend, Leute, ihr hört den Rastenschleifer auf Radio Zusa. Sendeverantwortlich für diese Sendung ist Christian Schröder. Und Henning, du bist auch da. Ich bin auch mal wieder dabei. Du machst heute den Musikredakteur hier und wir haben für euch einen großen Test vorbereitet, beziehungsweise wir wollen euch die Ergebnisse bringen. Und zwar reden wir über Ladegeräte für Batterien. Ihr dürft gespannt sein. Ja, Olaf, wir haben diverse Geräte rausgekramt. Es gibt ja heute vieles auf dem Markt, was mit modernen Batterien klarkommt. Aber wir haben natürlich auch nochmal geguckt, was die Werkstatt so hergibt. Und da tauchten echt altertümliche Geräte auf, die nur bedingt noch zu benutzen sind heutzutage. Da darf man gespannt sein. Da darf jeder vielleicht mal in seine Werkstatt schauen, was er so da rumfliegen hat. Wir haben wirklich eine schöne Bandbreite hier für euch getestet. Insgesamt sind es 7 Geräte, die wir getestet haben. Ja, bevor wir uns mit den Geräten selber beschäftigen, müssen wir natürlich wissen, was für Batterien wir eigentlich verbaut haben. Da kommen wir gleich nochmal später dazu. Aber jeder muss wissen, was habe ich unter der Sitzbank und erst dann kann ich eigentlich sagen, wie lade ich das Gerät auch. Ich denke mal, wir spielen erstmal wieder ein bisschen Musik. Henning? Ja, ich habe Guns N' Roses rausgesucht, eine Band, die bald wieder am Start ist. Viele freuen sich drauf, und zwar Sweet Child of Mine. Guns N' Roses hier im Rastenschleifer. Heute der große Test Batterieladegeräte. Christian hat es allen Leuten gesagt. Christian, man sollte ja eigentlich erstmal wissen, was für eine Batterie man unter der Sitzbank hat beim Motorrad, denn es gibt ja da verschiedene, ne? Genau, das ist das Problem heute. Ein modernes Motorrad, was neu ausgeliefert wird. Die wenigsten, glaube ich, haben da schon mal unter die Sitzbank geguckt und wissen gar nicht, ist da jetzt eine MF, also wartungsfreie Batterie, ist es eine Fließ, ist es eine Gel-Batterie? Ist es vielleicht sogar was ganz Modernes? Bei BMW wird ja gerne Hawker oder ich sag mal Reinblei-Batterie eingebaut, die wieder ganz anders geladen werden muss. Also Olaf, du musst schon wissen, was ist da drin. Ja. Weißt du's? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es bei meiner BMW nicht. Also ich gehe mal. Bei der Yamaha habe ich eine wartungsfreie MF-Batterie. Okay, bei der BMW, das ist ja ein Supersportler, die RR, da könnte ich mir schon fast vorstellen, dass da eine Lithium-Ionen-Batterie dabei ist. Also da muss man schon ganz genau gucken, welche Ladegeräte man da verwendet. Auch bei BMW im Speziellen natürlich muss man aufpassen, die haben in der Regel ja Bordsteckdosen. Und da muss man vorsichtig sein, Olaf, denn die modernen Motorräder haben CAN-Bus-System. Das CAN-Bus-System möchte nicht gerne mehr als die Betriebsspannung haben. Und wenn da so ein altes Ladegerät mit 15 Volt um die Ecke kommt, dann könnte das durchaus ins Auge gehen. Aber nichtsdestotrotz, das haben wir geklärt mit den Batterien. Wir haben 7 Geräte getestet. Ich wollte einmal jetzt kurz vorlesen, welche Geräte das sind. Das ist einmal von CTEK, das MXS 5.0, von MTS, das CarTrend 80223, von Freetek den Ladeprofi Vario 2.0, von AEG Automotive 97175 MB10, den Heller Charger 1.5, ein antikes Teil, und von Luis den Pro Charger, aber du hast glaube ich noch eins. Genau, wir haben den JMP von Mattis, 4000, Entschuldigung. Und denke mal, wollen wir schon sagen, welche Kategorien? Genau, ja, ich wollte gerade mal querlesen, und zwar haben wir natürlich klar die Funktionsweise, wie funktioniert das Gerät an sich, die Verarbeitung, Handhabung daraus resultierend sicherlich, die Bedienungsanleitung ist auch ganz wichtig, denn ich will ja wissen, wie ich an den Saft rankomme. Tauglichkeit für moderne Batterien, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir schon erwähnt haben. Hat das Ladegerät einen Testmodus, ja oder nein? Eine Ladezustandsanzeige ist auch nicht selbstverständlich. Ist eine Erhaltungsladung wirklich möglich, also über den Winter? Verpolungssicherheit und Überladungssicherung. Kurzschlusssicherheit. Ist Zubehör dabei? Also bei vielen Geräten gibt es ganz tolles Zubehör, aber was unter Umständen ganz schön teuer werden kann. Eins ist natürlich auch ganz wichtig, der Preis. Genau, Preis und Fazit, daraus resultierend sicherlich ganz wichtig, Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war für uns eigentlich so der wichtigste Punkt. Und am Ende haben wir noch eine kleine Wertung vorgenommen. Ja, wir gehen nach Schulnoten 1 bis 6 und genau. Da schauen wir mal. Henning, wir wollen wieder ein bisschen Musik machen. Ich habe ausgewählt die Broilers, und zwar Tanzt du noch einmal mit mir. Explodieren.
Jo! Bei den Tests der Batterieladegeräte, da habt ihr ja auf Funktion, Verarbeitung, Handhabung im ersten Fall so ziemlich Wert gelegt oder beobachtet. Was habt ihr denn da festgestellt? Also bei der Funktion ist natürlich erstmal wichtig, was haben wir da? Die alten Geräte logischerweise haben nicht die mikroprozessorgesteuerten Funktionen, wie das die modernen Geräte haben. Also gerade das MTS, das AEG und der Heller Charger, die sind da nicht ganz so gut aufgestellt, wie jetzt zum Beispiel der Luis Pro Charger oder das JMP-Gerät. C-Tech ist, denke ich mal, da ganz weit vorne und auch das Freetech-Gerät. Die Funktionsweise an sich ist schon wichtig deshalb, weil das Gerät ja auf die Batterie eingehen soll. Das heißt, wenn der Ladezustand erreicht ist, soll der Strom abnehmen. Wenn gewisse Funktionen ausgeführt werden, wie Erhaltungsladung oder Tiefenentladung, also nach einer Tiefenentladung Neuladen, muss das Gerät schon auch erkennen, wie es der Batterie geht. Also das können die neuen Geräte schon alles über die Mikroprozessorsteuerung erkennen, was gerade für eine Batterie dran ist und was sie gerade da machen sollen? Nein, also die Batterietypen musst du schon in jedem Fall selber auswählen, weil das können die wenigsten Geräte. Von den Geräten, die wir jetzt hier haben, kann das gar kein Gerät, weil das Gerät erkennt nicht, ist es jetzt eine Bleigel, ist es eine Vlies, ist es eine AGM-Batterie oder ist es einfach nur eine wartungsfreie Batterie? Das musst du dem Gerät schon sagen, in jedem Fall. Das Problem ist aber eben, dass die alten Geräte gar nicht erst die Frage stellen und somit natürlich auch nicht dementsprechend reagieren können. Zur Verarbeitung? Fange ich ruhig an. Also das MTS Cartrend Ladegerät ist sehr, sehr einfach verarbeitet. Eher nicht robust. Es ist auch sehr, sehr leicht. Die Klemmen an den Griffen sind zwar isoliert, aber nur die Griffe selbst. Dann das AEG ist kein billiges Plastik. Das ist ganz sehr gut verarbeitet. Und was ich auch ganz wichtig finde, die Klemmen sind da voll isoliert, falls sie denn doch mal zusammenstoßen. Und das Heller Charger ist echt super robust, aber es ist halt auch ein sehr einfaches Gerät, was das betrifft. Das Luis Pro Charger ist robust verarbeitet, mit Wandhalterung sogar integriert im Geräteboden und sogar ein Koffer dabei. Wie sieht es bei den anderen aus? Beim JMP, da haben wir eine ganz hochwertige Ausführung von der Haptik schon alleine. Das ist so ein bisschen gummiert und wirkt sehr robust, ist auch wirklich spritzwassergeschützt. Und auch das C-Tech ist zwar vom Gefühl her ein bisschen leichter, ist aber auch spritzwassergeschützt, ist auch im Außenbereich bedingt einsatzbar und macht eine gute einfache Handhabung möglich. Okay, machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Ich habe ja anstatt zwei Räder, hatte ich ja letzte Woche zwei Bretter unter mir und ich habe mal Lord of the Boards von Joanna Apes ausgesucht. Ihr hört immer noch den Rastenschleifer hier auf Radio Zusa und jetzt haben wir auch schon die erste Frage hier, denn der Carsten, der hat sich hier gemeldet. Carsten, erstmal hallo, schön, dass du dich gemeldet hast. Hallo Rastenschleifer, das ist ja schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, erzähl mal, du hast eine Frage. Ich würde ja so gerne mal wissen, bei meinem Motorrad, da frage ich mich immer, was habe ich eigentlich für eine Batterie da drin? Woran erkenne ich das denn eigentlich? Gut, dann hör mal weiterhin ganz gut hin. Ich glaube, der Christian, du hast die Antwort. Ja, genau. Das geht ja so ein bisschen darauf ein, was wir eingangs gesagt haben. Ich muss natürlich wissen, bevor ich sie auflade, was ist da überhaupt drin. In der Regel sollte es natürlich draufstehen. Also das, was ich im Laden zu kaufen kriege, hier in Deutschland, sicherlich immer eine Bezeichnung drauf. MF, wartungsfrei. Diese Einwegstopfen, die Säure vorm Auslaufen schützen. Die können allerdings auch überkochen. Also da gibt es ein Überdruckventil. Also auch da muss man natürlich aufpassen, wie man sie lädt, auch wenn sie wartungsfrei sind. Aber in der Regel sollte es draufstehen. Und Bleigel wird draufstehen, AGM wird draufstehen, es wird bei der Hawker und so weiter draufstehen, dass es eine Reinblei ist. Ich glaube, er hat noch eine Nachfrage. Nee, ich wollte nur schönen Dank sagen, das ist ja klasse, jetzt weiß ich endlich Bescheid. Ne? Schönen Dank, ihr macht echt so eine geile Sendung, macht bitte super, weiter. Super, danke. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Danke dir, ciao. Ich hoffe, die Frage ist damit echt ausreichend beantwortet. Christian, wir machen ja unseren großen Test hier, Batterie-Ladegeräte, und kommen zu den nächsten beiden Rubriken, und zwar zur Handhabung und zur Bedienungsanleitung. Das ist ja auch mal wieder ein schönes Thema, ne? Genau, also ich fange mal bei der Bedienungsanleitung an, weil daraus resultierend ist ja eigentlich die Handhabung erklärt. Also bei den, ich sage mal, Markengeräten, teure Markengeräte, die haben in der Regel auch gute Bedienungsanleitungen dabei. Also das C-Tech ist deutsch, ist gut, ist verständlich geschrieben, keine Übersetzungsfehler oder sowas da drin. Das MTS hat auch eine deutsche Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen auch reichlich, wie sie heute auch dabei sein sollen und müssen wahrscheinlich. Das Freetech, das ist kurz und knapp, aber völlig ausreichend, denn das Gerät sagt einem eigentlich im Menü selber, was zu tun ist. Beim AEG, das ist auch deutsch, da sind eigentlich alle erforderlichen Angaben dabei.
Beim Heller, ja, da ist ein Aufladehinweis dabei, nicht viel mehr, aber viel mehr kann das Gerät leider auch nicht. Und der Luis Pro Charger, der ist natürlich mit einem ordentlichen Heft ausgeliefert. Alle erforderlichen Angaben sind drauf. Ja, ich glaube, das beste Gerät in der Rubrik ist einfach das JMP. Das ist eine sehr umfangreiche Bedienungsanleitung. Es ist sehr viel allgemeines Wissen dabei über die Batterietypen, was das Gerät macht, wie geladen wird. Viele Tipps dabei. Also das ist, denke ich mal, die beste Bedienungsanleitung. Und dementsprechend auch ist das Gerät in der Handhabung einfach und gut. Also ich will mal sagen, idiotensicher. Das ist allerdings bei Luis auch so. Das ist auch viel selbsterklärend. Also wenn man sich das Gerät anguckt, in die Hand nimmt, da kann man nicht so viel verkehrt machen. Beim C-Tech ist es ähnlich. Das ist durch die gute Bedienungsanleitung leicht zu verstehen. Es gibt eigentlich nur einen wichtigen Knopf, mit dem ich mich durchs Menü drücke. Da kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Bei der Handhabung haben wir so ein bisschen kritisiert, dass zum Beispiel das MTS sehr schwer ist. 550 Gramm für so ein kleines elektronisches Ding ist schon sehr leicht. Ziemlich. Nee, ja, wir haben hier in der Liste sehr leicht stehen. Aber wenn ihr jetzt mal dagegen eben diese Geräte von JMT oder eben auch gerade das C-Tech-Gerät in die Hand nimmst, das ist wirklich deutlich handlicher, und ganz hinten sind natürlich da die alten Geräte mit den dicken Spulen, mit wenig Elektronik. Schlussendlich kann man sagen, dass je neuer die Geräte sind, je besser sie sich auch zu bedienen lassen. Das ist einfach ganz klar, die Elektronik wird kleiner, ich brauche nicht mehr die Spulen und Widerstände, wie sie früher eben mal verbaut wurden. Und wie es mit der Tauglichkeit für moderne Batterien ist, das hören wir, denke ich mal, nach der nächsten Musik. Ja, als nächstes hören wir Billy Talent mit Line and Sinker. Christian, wie sieht denn das aus bei diesen Ladegeräten? Wie ist das denn zum einen mit der Tauglichkeit für moderne Batterien? Haben die dann auch eine Ladestandsanzeige? Und was ich so ganz interessant finde, wie sieht es mit der Haltungsladung aus? Sind die dafür geeignet? Weil bei den modernen Motorrädern ist es ja so, die Wegfahrsperre und sowas, die verbrauchen ja auch Strom, wenn sie nur stehen. Und wenn man so ein Motorrad länger stehen hat, früher ist einfach nur die Batterie kaputt gegangen und heute entlädt sie sich auch nahe. Wie sieht's denn da aus? Also die Erhaltungsladung können eigentlich alle Geräte, bis auf der Heller Charger. Der ist da noch nicht so weit gewesen. Einige Geräte wie das MTS kann zum Beispiel aktiv B- und entladen. Und bei der Ladezustandsanzeige ist es ähnlich. Eigentlich können das fast alle Geräte außer der Heller, und auch das MTS hat keine Ladezustandsanzeige. Beim Testmodus ist es so, dass da die wenigsten Geräte leider das abdecken. Der Luis, das JMP-Gerät und das Freetech, die können das. Ich finde das eigentlich eine ganz wichtige Funktion, denn wenn ich es anschließe und schon mal weiß, das Ding ist sowieso fast voll, dann kann ich sagen, in 10 Minuten komme ich wieder, und das hat dann gereicht für heute. Bei der Tauglichkeit für moderne Batterien, klar, das ist überhaupt die Kaufentscheidung. Ich gehe da mal der Reihe nach durch, weil das doch ein bisschen unterschiedlich ist. Also das C-Tech kann relativ viel laden. Also na klar, die klassische Bleisäurebatterie, die wartungsfreie MF, die Bleigel-Akkus und auch die Fließbatterien können geladen werden. Bei Rheinblei und bei Lithium-Ionen- und Lithium-Starter-Batterien wäre ich da eher vorsichtig. Da gibt's keine genaue Angabe, zumindest nicht bei dem 5.0. Beim MTS, das kann natürlich die 12-Volt-Säurebatterie, auch die wartungsfreie und die Bleigel-Akkus. Das Freetech-Gerät ist hier, ich sage mal, das Multitalent. Der kann wirklich alles, von der Gel über die AGM, bleisäurefreie Wartungsbatterie. Die Hawker, also die Rheinblei-Batterie, kann geladen werden. Lithium-Starter-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien können auch geladen werden. Beim AEG ist es Gel, AGM, Bleisäure und wartungsfrei. Der Heller Charger, der kann eigentlich nur die klassische Säurebatterie. Da wäre ich selbst schon bei der MF-Batterie vorsichtig. Der Luis Pro Charger kann alle herkömmlichen Batterien, Mikroflies sogar, Gel, Rheinblei-Batterie, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und auch der JMP kann alle Batterien laden, die am Markt sind. Ein Punkt, der für mich auch interessant ist, wenn ich mal wieder in die Werkstatt gehe und denke, oh, Brille vergessen. Kann denn da was passieren, wenn ich die falsch anpole, wenn ich das falsch anschließe? Gegen Kurzschluss beziehungsweise auch Verpolungssicherheit sind die Geräte, zumindest die modernen, alle gesichert. Beim Heller wäre ich da vorsichtig. Der Verpolungsschutz ist gegeben, aber der Überladungsschutz und die Kurzschlusssicherheit ist da, wie ich gesagt habe, mit Vorsicht zu genießen. Eins möchte ich noch anmerken, noch zur Funktion beziehungsweise Tauglichkeit mit den Batterien. Das Luis-Gerät kann auch noch 6-Volt-Batterien laden. Ja, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Genau. Das kann auch das Heller Charger 1.5 kann das auch noch mit 6-Volt-Batterien laden. Genau, das ist in der Regel nur noch für Oldtimer interessant, aber denke ich nicht ganz unwichtig. Gut, machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik.
Als nächstes kommt Metallica mit Escape. Sind wir ja mit den Eigenschaften, sag ich mal, soweit ja durch, aber diese Geräte, die können ja teilweise noch ein bisschen mehr, dafür braucht man aber Zubehör. Gibt es das denn überhaupt? Die Zubehörindustrie liefert die Hersteller zum Teil auch selber. Einiges ist je nach Hersteller auch dabei. Das hängt natürlich auch stark vom Preis ab. Also zum Beispiel das MTS für 12,99. Da kann ich natürlich nicht erwarten, dass da jetzt umfangreiches Zubehör dabei ist. Und das tut man sicherlich auch nicht. Da ist dann einfach nur die obligatorische Klemmzange dabei, die auch noch mehr oder weniger verarbeitet ist. Bei den Geräten, ich sage mal 50 aufwärts, kann man ja eigentlich erwarten, dass was dabei ist. Ne? Das C-Tech, da gibt's ganz viele Adapter. Wer sich mal einen Louis- oder Polo-Katalog oder wie sie alle heißen, in die Hand genommen hat und nach dem C-Tech gesucht hat, da gibt's Stecker in allen erdenklichen Formen, Längen, Größen zur festen Montage an die Batterie. Man kann über einen schnellen Stecker das Ganze verbinden, ist allerdings auch alles aufpreispflichtig. Der C-Tech MX5.0 kostet zum Beispiel um die 80 Euro, je nach Anbieter. Dafür hätte ein bisschen mehr dabei sein können. Beim Freetech ist es so, dass das bei den getesteten Geräten das teuerste ist. 99 Euro ist schon eine Ansage, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, es ist in Deutschland gefertigt, es ist eine rein deutsche Entwicklung, man bekommt natürlich auch ganz viel dafür. Warte mal ganz kurz, da muss ich nur kurz mal einhaken. Ich hatte ja vorhin gesagt, mit der 6 Volt Wahlmöglichkeit oder beziehungsweise Lademöglichkeit, auch das Freetech kann das. Nee, das 2.0 nicht. Da haben wir einen kleinen Fehler in der Liste, das korrigieren wir noch. Oh. Das Freetech Vario kann das, das 2.0 kann es nicht. Das ist speziell eben auf die 12 Volt ausgelegt. Beim Gerät von AEG, das Automotive, das ist relativ günstig zu haben, zwischen 25 und 30 Euro. Neben den zwei Klemmen gibt es zwei Aufnahmen, um es an die Batterie mit Flachpolstecker anzuschließen, also feste Montage im Motorrad, sodass man schnell stecken kann. Preis-Leistung dabei dann in Ordnung. Das Heller, ja, das kann natürlich 6 und 12 Volt, kostet 18 bis 20 Euro. Da ist allerdings auch nicht viel dabei. Beim Louis Pro Charger, da gibt es reichlich Zubehör. Kabelsatz mit Klemme, die Griffe sind gut isoliert, Kabelsatz mit Ringöse, besonders lange Kabel. Das Ladelkabel hat 2,20 Meter und das Netzkabel 1,70 Meter. Also da kommt man deutlich einmal quer durch die Garage. Beim JMT gibt es eine sehr umfangreiche Zubehörliste. Es ist schon ganz ordentlich ausgestattet. Die Stecker wirken sehr hochwertig und es ist fast alles dafür zu haben. Das Gerät kostet nackt, glaube ich, oder ein bisschen was ist dabei, wie ich sehe. Ja, da sind die Standardklemmen und ein Adapter, wo man dann noch andere Sachen anschließen kann. Das kostet 60 Euro. Das Fazit daraus machen wir nachher in der nächsten Musik. Genau. Als nächstes hören wir In Extremo mit Sterneneisen. Christian, wie ist denn jetzt dein Fazit von dem Test der Ladegeräte? Also erstmal muss ich natürlich wissen, was will ich haben, welche Batterie möchte ich laden, welches Geld möchte ich ausgeben, ganz wichtig. Das ist auch so der Punkt, glaube ich, der für die meisten am wichtigsten ist, denn ich sage mal, das C-Tech, das ist ein super Gerät, allerdings mit 80 Euro auch nicht ganz billig. Wer eine gute Batterie hat, der sollte auch ein ähnliches Gerät, sage ich mal, verwenden wie das hier und auch das Geld in die Hand nehmen. Also ich sage mal, ich muss mich mal kurz unterbrechen, Ich finde ja, also so ein Ladegerät, das kaufe ich mir einmal und soll viele Jahre halten. Also wäre es für mich auch interessant, dass es eins ist, was viel großen Bereich abdeckt. Genau. Ich denke auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier durchaus in Ordnung. Eins ist es, denke ich mal, vielleicht mit einem kleinen Minus aufgrund des Preises. Das zweite Gerät, das MTS, ja, keine Ladezustandsgerät-Anzeige, kein Zubehör. Es ist ein bisschen billig gemacht, sage ich mal, 5 bis 6. Das Freetech-Ladegerät, sehr hochwertig, deutsche Herstellung, Preis-Leistungs-Verhältnis mit 99 Euro, muss jeder für sich selber wissen. Es kann eine Menge. AEG Automotive, 25 bis 30 Euro zum Aufladen alter Batterien, ich sage jetzt mal Bleigel und so weiter, bedingt zu empfehlen. Der Heller Charger, unsicher im Umgang, Ladezeit muss beachtet werden, weil die Batterie dir einfach überkocht, da ist nichts, was dir hilft. Und der Louis Pro Charger ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis Top-Anwendungsbereich, minus 15 bis plus 40 Grad, können die anderen in der Regel auch, weisen in der Regel aber nicht so drauf hin. Der Plastikkoffer dabei kann man sich sparen, sage ich mal. Aber für 40 Euro, was will man erwarten? Ist in Ordnung. Der JMT, 60 Euro, Preis-Leistungs-Verhältnis, ich würde sagen, eine glatte 1. Also das ist wirklich so, was vom Preis in Ordnung ist.
Ja, sehr schön. Also gucken, was habt ihr für Batterien drin und dann das richtige Ladegerät. Das waren ganz viele Informationen auch. Wir bereiten das in Tabellenform nochmal ein bisschen auf und stellen das auf unsere Facebook-Seite. Das könnt ihr nach der Sendung nachlesen, denn wir sind durch, Olaf. Ganz genau, in den nächsten Tagen, denke ich mal, werden wir das haben. Wir werden diesen Test selbst auch nochmal als Podcast auf unsere Internetseite rastenschleifer.net stellen. Schaut einfach mal rein, auch auf unsere Facebook-Seite, wie Christian sagte, da findet ihr auch alle Informationen soweit. Unsere nächste Sendung ist am, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben jetzt den... Nein, wir haben am 17.2. unsere Sendung. Am 17.2., da wollen wir über die Hamburger Motorradtage berichten, haben eine Doppelstunde übrigens. In der zweiten Stunde geht's über die Musikscheune in Pollhöfen. Das ist ganz im Süden von Zuserland im Nordkreis Gifhorn. Leute, nur noch 2 Minuten haben wir. Das ist eine Bürgerrundfunksendung für die diesmal. Ich verantwortlich bin. Mein Name ist Christian Schröder. Ich sag auch tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt gleich kommt Carsten Wiebold mit Radio Loves You. Aber das letzte Wort geben wir unserem Henning, unserem Musikredakteur heute. Ich sag auch tschüss. Und zum Abspann hören wir Still Skin mit Inside.